In unserem Gesundheitswesen werden die Möglichkeiten der Digitalisierung leider immer noch zu wenig genutzt. Dadurch nehmen wir Nachteile in der Versorgung in Kauf und unter anderem Doppeluntersuchungen. Das schadet uns, auch den Versicherten. Das muss sich ändern. Und deshalb haben wir das E-Health-Gesetz beschlossen. Dieses Gesetz bewirkt, dass die unterschiedlichen IT-Systeme der Ärzteschaft, der Apotheker, der Krankenhäuser jetzt auf einer kommunikativen Plattform zusammengeführt werden. Und damit schaffen wir die Grundlage, dass der Zugriff auf alle Daten des Versicherten durch den jeweiligen Leistungserbringer, also zum Beispiel den Facharzt, ermöglicht wird. Aber Zugriff hat jemand auf diese Daten nur, wenn der Versicherte selber mit seiner elektronischen Gesundheitskarte diese Daten freigibt.